meiner Community und meiner Streaming-Reichweite, dass wir da nicht wirklich mitmischen konnten. Aber ich war auch einfach, ich bin so unglaublich unorganisiert und war einfach direkt von den ganzen Organisationsstrukturen komplett erschlagen. Also ich war zwar auf dem Discord und war direkt so, kann mir jemand mal Unterricht geben hier? Ich finde mich hier nicht zurecht. Das war alles viel zu viel. Nächstes Jahr, da haben wir vielleicht ein paar mehr Leute im Stream auch und ein paar aktivere und so und dann gehen wir da auch rein. Dann gehen wir da auch rein. Aber war geil. War geil. Ich habe das so von der Seitenlinie mit beobachtet. Absolut wild. So, dann können wir uns ja jetzt ernstere Themen widmen. Und zwar will ich bei der Reaction von Steffen Oswald auf Steffen Oswald reingehen. TJ hat ja in der Vergangenheit ein Exposed-Video zu Steffen Oswald, der ja schon hardcore problematisch ist in Form von Anti, ja, Predator, er ist halt, also für die Leute, die Steffen Oswald nicht, vielleicht muss ich euch erstmal abholen für die wenigen, vielleicht, die Steffen Oswald nicht können. TJ hat in der Vergangenheit ein Exposed-Video gemacht. Er hat ja mehrere gemacht, gerade gegenüber sehr toxischen Menschen. Mir fällt da Karl S. und Bastian Jutta ein. Und Stefan Oswald zählt auch dazu. Und bei Stefan Oswald war es so, dass dieser Mensch solche Sachen wie Judenkarma von sich gegeben hat und Frauen in eine gewisse emotionale Abhängigkeit gelockt hat, weil er ja anscheinend ein Dating-Coach ist, also auf ganz widerliche Weise, um die dann sexuell zu exploiten, so auf ganz widerlicher Basis so. Und Dieter hat ihn exposed, hat dann dazu geführt, dementsprechend, dass auch die Behörden auf ihn aufmerksam wurden, was richtig und wichtig ist. Und deswegen hat er jetzt eine Anzeige wegen Volksverhetzung unter anderem. Er hat dann angefangen, TJ zu bedrohen, all solche Sachen, also wirklich ein Bilderbuch unangenehmer Mensch. Und der hat anscheinend jetzt wieder mal sich zu TJ geäußert und TJ reagiert darauf und da gehen wir jetzt rein, einfach nur um zu gucken, um das Thema wieder breiter zu treten. Denn dieser Mensch hat nicht nur im Internet nichts zu suchen, sondern sollte auch in einer Gesellschaft wie der unseren nicht unkritisch dastehen. Also volle Solidarität mit TJ, unabhängig davon, dass ich nicht mal weiß, was da von seiner Seite kommt, aber wirklich, also es gibt wenig Menschen, die ich dann ablehne. Auf jeden Fall, Freunde, wir gehen jetzt rein Einer. in das Video von Steffen Oswald bzw. Teremmel. Die Pubertät des Ninja Warrior Tim. Georgia, kannst du mir bitte aufhören? Ach, jetzt ist meine Uhr vibriert die ganze Zeit. Dankeschön. Alright, Abfahrt, let's Die go. Pubertät des Ninja Warrior Tim. Okay. Das klingt schon wieder von vornherein wie ein stummer Schrei nach Aufmerksamkeit, aber ich meine. Ja, wir gehen einfach mal rein, ne? Oh, ich verdecke ihn. Aber ein bisschen masochistisch musste ja schon sein, als TJ sich den Rummel anzuhören, ne? Gut, who am I to judge? So, mein Masochismus ist wahrscheinlich besser dokumentiert als der von TJ. Ich meine, wie oft tun wir uns hier den schlimmsten Scheiß an? Wie oft? Viel zu oft. Nachvollziehen kann ich's. Wir gehen rein. Sind wir soweit? Es wird schlimm. Ja, bin ich soweit? Hallo Leute! Irgendwas Ja, hier wie ihr nicht ganz seht, rund. haben wir heute auch eine Gastdame hier bei uns auf unserem Sofa. Möchte die heute anonym bleiben? Bislang will sie noch anonym bleiben, aber vielleicht kommt sie auch gleich ins Video, Sie wer zeigt auf weiß. jeden Fall. Liebe Leute, heute geht's um den Cringe. berühmt-berüchtigten Tim Jacken. Ey, pff, ich cringe jetzt eigentlich schon komplett rein, ey. Ja. Unseren Die Frage ist, warum starrt sie so? Ist sie auf Sendung? Also da wäre schon der Punkt für mich, da wäre ich so, oh, unangenehm. Weil also, wenn mich jemand so anguckt, so da wäre für mich tatsächlich so, ey Leute, hier. Unangenehm! Genau der fehlte. Aber ja, also, boah, wir sind, kollektiver Schmerz incoming. Wir brauchen auf jeden Fall einen Ibuprofen-Emoji oder sowas. Das ist ja, das geht ja schon gut los, ey. Liebsten Freund, der uns ja schon Hallihallo. eine Zeit lang begleitet. Ja, lieber Tim, Hallöchen. Wir haben uns ja jetzt schon ein Moin. Weilchen nicht mehr gehört. Ja. Ganz bespitzt. Was ist denn das hier eigentlich, Freunde? Mach mich mal nach hier unten, ne? Dann ist sie nicht verdeckt. Oder halt, Come ist halt on! nichts so Wichtiges verdeckt, so. Wir zwei oder auch wir drei. Natalie und ich haben uns gestern noch mal. Georgia, bitte kannst du. Georgia antwortet mir auf meine Nachrichten im Stream. Okay, perfekt.
Top. Deine Videos angeschaut, die du vor unserem Interview gemacht hast, Manuel. Alles begonnen hat. Who the fuck is Manuel Osman? Oswald. Wenn das existieren kann. Ich will. Und da ist uns ganz klar was aufgefallen. Also, nämlich, wir zitieren dich jetzt mal. Wundervolle Videos. Bombenkanal. Unsere Freundin Thea. Ja, was ist denn aus der Freundin Herz geschlossen? Genau. Was ist denn aus der Freundin geworden? Was ist denn aus der ganzen Energie geworden? Also Tim, ich hatte echt viel Spaß mit dir, bis wir uns dann begegnen. Also ganz kurz für die Leute, die das nicht gecheckt haben, die gar nicht wissen, was hier abgeht. Hier, die Damen so haben halt so funny, lustige, cringy Videos gemacht, die sehr verstörend waren. Also ich fand die einfach primär lustig. Ich find's bisher sehr verstörend. So, also es war halt Unterhaltung, so, ne? Dann haben wir so ein bisschen auf sie reagiert und die haben so zurückreagiert. Warum? Quasi so ein bisschen. Also wir haben uns so videomäßig hin und her geschoben. Es war halt sehr cringy, es war aber trotzdem funny irgendwie alles. Weiß dann habe ich aber ganz viele Nachrichten bekommen, dass Steffen Oswald, der gerade nicht in dem Bild ist, sus ist. Also Digga, guckt euch das lange Video. Die sind da alle verdammt sus. Die sind da alle verdammt sus. Also ich... Also... Video an, ist auf jeden Fall die Video schon verlinkt. Und da habe ich ihn, sag ich mal, exposed. Ich habe sie Zerstörung von Steffen Oswald genannt. Und, genau. Das kann man jetzt nicht beschreiben, was da passiert ist. Guckt euch das Video an. Und danach hatte ich sehr lange keinen Kontakt mehr zu denen. Jetzt haben die halt irgendwie vor 2 Monaten ein Video gegen mich gemacht. Ich bin mal gespannt, was sie da sagen. Voll, ja. Das sind, und die sind die auch. Also sehr wahrscheinlich fronten die mich einfach und sagen, ich bin wack und was auch immer. Augen sehen konntest, Tim. Wow. Ja. So sehr, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall haben Nathalie und ich uns überlegt, um das Ganze mal wieder, also dieses... Dieses Format. Es ist jetzt schon super anstrengend. Haben sie sich in irgendeiner Weise koordiniert? Weil wenn ihr beide gleichzeitig redet, versteht keiner von uns irgendwas. Also... Das Ganze... Entertainment, das Duell, was ja seitdem besteht, ja, also Fakt ist, du verdienst an uns Geld, ja, du generierst Klicks, dein Video, unser Interview ist faktisch dein am meisten aufgerufenes Video. Ja, aber fragt euch mal warum! Fragt euch mal warum! Weil das absoluter Schmutz war, was der Mensch von sich gegeben hat. Absoluter Schmutz. Dass das sich verfängt und dass Leute den Kopf schütteln und... Ey! Und deren Videos... Ja, das kommt auch noch dazu. Deren Video jetzt ist doch gerade auch nur relevant, weil Tim Jacken halt eine Plattform hat. So, also... Hätten die so ein Video gegen mich gemacht, dann hätte sich irgendein potenzieller Zuschauer gedacht, ja, und wer ist der Kerl? Juckt doch niemanden, so. Gäbe halt keine Klicks. Millionen Klicks. Also ich... die haben mehr Views, aber ist ja egal. Also ich habe so Shorts, die haben mehr, aber... Aber ja, von Longterm-Video haben die recht. Das ist das meist geklickte Video. Aber das spricht jetzt nicht für euch, weil es hat halt so viele Views, weil es halt so ein riesiger Skandal war. Ja. Aufrufe. Ja, und da dachten wir uns, lieber Tim, um das alles auf eine nächste Ebene zu heben, machen wir doch einfach mal ein Live-Chat mit dir. Ja? Genau. Also wir zwei Mädels... mit dir im Live-Chat. Welcher vernunftbegabte Mensch sollte sich in einen Live-Chat mit Menschen begeben? Ja, das ist Steffen. Natürlich ist das Steffen. Natürlich ist das Steffen Oswald. Da an der Seite. Natürlich ist er das. So, aber welcher vernunftbegabte Mensch sollte sich mit solchen Leuten in einen Live-Chat begeben? Diese Menschen sind absolute Predator. Wie ja auch Tim Jacken aufgezeigt hat. Es gibt ja auch... FBI, open up! What the fuck, man. Der Schock. Der Schock! Wie ja auch Opfer von diesen Menschen aufgezeigt haben. Dass das absolutes Predator-Verhalten, das, was sie machen. Und ey, ohne Witz, sich mit solchen Leuten in eine Diskussion begeben, ist völlig zweckbefreit. Das ist so wie mit einer Taube Schach spielen. Die Scheiße hält das Brett voll und stunziert rum, als hätte sie gewonnen. ADM1RAL_HipsterCheerX100. Es fehlt immer noch der Alert, ich will nicht mehr, lol. Stimmt. Der fehlt. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen, Bits übrigens. Wenn wir mal in eine andere Zeit gehen. Also Live-Chat klingt so nach so...
Live-Webcam-Girl, so mäßig. Live-Chat, was ist denn ein Live-Chat-Chat? Ihr seid gerade ein Live-Chat, aber ich soll mit denen Live-Chat machen? Meinen Livestream? Mein Livestream. Hier zum Duell aufrufen, ab auf die Bühne, mitten auf dem Marktplatz. Das ist hier jetzt lang genug, so ein komisches Rumgedümmel. Das klingt wie Apo Red und Leon Mascher, die von Mimi wollen, dass er nach unten... Oder von Mimi und Carina. So, ey, du kannst als vernunftbegabter Mensch, der versucht faktisch zu argumentieren, kannst du in solchen Sachen nur verlieren, weil es halt fast unmöglich ist, in einem Live-Chat zu fact-checken. Du kannst da nur verlieren. Effektiv wirst du halt so schnell mit Schmutz beworfen, so, und am Ende flexen sie noch schön, wie schnell sie sich mit Schmutz beworfen haben. Das ist halt am Hammer dumm, mit solchen Leuten in einem Live-Debatte zu gehen. Wenn du nicht das Master-Brain bist und einfach alle Argumentationen und durchgespielt hast im Kopf und der krasseste Rhetoriker bist, so, kannst du nur verlieren da. Gewesen. Wir machen jetzt mal so richtig Show. Niemand fuckt schon bei mir. Ich werde mich jetzt mit denen nicht auf dem Marktplatz treffen, aber gut. Lieber Tim Milan. Immer schon Schnappatmung. Wir wollen mit dir sprechen. Ja. Oh, das ist alles so cringe, Mann. Das ist alles so cringe. Oh, okay. Und, Schrittbitte gewinnt man immer, Kappa. Timeline, es sieht einfach faktisch so aus, dass ja, deine, no, deine Darstellungen no, God, please, no! No! Sind, no! Ja, passen mit dem, no! Was faktisch ist, einfach nicht überein. Ja? Was soll das? Also, so wie du Steffen, unseren Freund, darstellst, und was wir die letzten Jahre hier erlebt haben. Emotional damage! Come on! Ja, der Steffen. Hi, ach, Chad. Das ist wie Leonie. Hi, Leonie. Chad. Digga, was gucken wir uns hier an? Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ja, einfach Definition Schimmel, der Mensch. Also, das ist halt. Boah, ja, ich kann das alles nicht mehr. Little Rick, ich verstehe dich, Alter. Ja, und an diesem... Danach brauche ich Therapie. Tamara, es tut mir leid, Alter. Freunde, Triggerwarnung, ich glaube, es wird nicht besser. Also ich glaube, ja, Pitt meinte vor allem zu mir, das Ende ist wohl... ADM1-Rahl-Hipster-Cheered-X100. Ich ziehe mir erstmal 5 Videos von Carsten Stahl rein, um mich zu beruhigen, Kappa. Wenn Carsten Stahl Videos angenehm werden. Ey, aber jetzt mal Real Talk so, ne? Was stimmt mit diesem Menschen nicht, Mann? Das macht was mit dir. Den brauche ich noch, den Emote brauche ich. Das macht was mit dir. Den brauche ich noch. Ich muss mir das mal aufschreiben. Weil den hätten wir gerade gebraucht, als Oswald auf die Bühne trat, so. Den hätten wir gerade gebraucht, ey. Das macht was mit dir. Oh, und ich glaube, da kommt gleich richtig üble Transfeindlichkeit oder so von dem Kerl. Ich fühle das schon fast so, dass das hier gerade in den nächsten paar Sekunden in den Raum gerannt kommt. Lauf beim Ende, geh einfach. Guck dir das Ende nicht an. Oh, gar nicht gut für mein Blutdruck. Faktisch ist es so, dass gerade mal 3 Frauen mit Steffen vor der Kamera zu sehen sind und hinter dir stehen wie viele Frauen noch? Also man munkelt ja. Unangenehm. Ist das unangenehm? Was ist das denn? Er hätte sich, nee, seine Freundin hätte sich von ihm getrennt nach dem Interview. Wegen des Interviews? Keine Ahnung. Ach, Steffen hatte das auch mal so. Also, das stimmt halt nicht. Also, das tut mir sehr leid, aber. Das ist ja so maximal bodenlos. Das ist ja so maximal bodenlos. Was ist denn, was, also. Sagt mir bitte, wie man so werden kann. Und sollte ich mich irgendwann mal in die Richtung bewegen, so, dann nimmt mich, schafft mich raus aufs Feld und bringt mich um die Ecke. Alter, das ist ja so ein Ekel. Wie kann man denn so widerlich werden? Also, for real so. Das ist halt Kernassi. Wie kann man so hardcore asozial sein? Ohne Scheiß. Was hat denn jetzt, selbst wenn das so wäre, was hat das denn mit der Thematik zu tun? Also,
Bildungsmangel, da weiß ich nicht. Also, nee. Auch ungebildete Menschen sind nicht kernwiderlich. Würde ich bezweifeln, ohne Flachs. Auch ungebildete Menschen haben auch ein gewisses Gefühl von. Ja, es hat nichts mit Ehrgefühl, es hat Pietät. Also, es ist einfach ekelhaft. Es ist einfach ekelhaft. Das wird bestimmt schlimmer. Das wird bestimmt schlimmer. Ich habe halber in einem Video erwähnt, dass. Ja, das ist der Witz. Haha, deine Freundin hat Schluss gemacht. So, das ist der Witz. So Kindergartenniveau. Nochmal, ich komme auf den Pausenhof. Ich kann nichts Eloquentes und Gutes sagen, um jemanden fertig zu machen. Deswegen, haha, du bist jetzt Single. Haha. Es ist halt einfach, ganz ehrlich, ey. Eine gewisse Intelligenz. Passieren kann, weil deine Freundin ist ja auch nicht blöd, ja. Wenn sie wirklich mitbekommt oder wenn sie mitbekommen hat, was du für ein Typ. Also, ich bin mit meiner Freundin nicht mehr zusammen, aber sie war recht proud auf mich nach dem Interview eigentlich. Die war recht stolz auf mich. Die meinte so, ey, cool, dass du das machst. So. Es geht ja auch darum, Leute zu exposen, die Predator sind und es auf Frauen abgesehen haben und Frauen, die vulnerable sind, in eine Situation locken, wo man sie ausbeuten kann. So, natürlich findet deine Freundin das nicht, oh, das ist voll scheiße, was du gegen diesen Predator vorgehst. So, what the hell? So, also, wie kann man denn so schmutzig sein, Mann? Ehrlich. Ich meine, sagt ja keiner, man muss DJ mögen oder so. Sagt ja keiner, aber das ist halt einfach nur schäbig. Eigentlich sollte in dem Chat Schmerz gezahlt für diesen Content. Ja, eigentlich müsste man das. Ja, Oswald muss einfach Schmerzensgeld an uns alle zahlen. So, moin, Piet. Halt bis Januar noch zusammen. Also, das war dann noch so ein Dreivierteljahr. Also, sorry, Bro. Das war jetzt, also, das hat ja jetzt wenig mit euch zu tun. Ja, ich meine, mit dem Interview hast du ganz klar deinen Charakter gezeigt. What the hell? Ja, ich habe mit meinem Interview den Charakter gezeigt. Ich fand es eigentlich ganz solide. Es war ja auch stabil. Ich hab wahrscheinlich gedacht, ey, Alter, bist du ein geiler Typ, ey. Ja, deswegen waren wir noch ein Dreivierteljahr zusammen, richtig. Ich bin dann mal weg. Ja. Ja. Hey, wie kommen die darauf, dass wir uns danach getrennt haben? Also, wo kommt er her? Ja, lieber Tim, ich unterbreche mal kurz hier die Sendung für einen ganz wichtigen Teil. Ich habe ein Geschenk für dich. Du hast mich inspiriert. Ei. Ich habe ein Wesen, du hast quasi, wir haben quasi zusammen ein Baby gemacht irgendwie. Du hast ein Wesen mit mir zusammen auf die Welt gebracht. Genau. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Was sind das für Gestalten, ohne Witz? Was sind denn das für Gestalten? Es ist haarig und flauschig tatsächlich und doch irgendwie sehr süß. Deine Männlichkeit hat mich inspiriert zu diesem wundervollen kleinen Bild. Das ist das Aber auch auf deiner speziellen Ende. Das sind so 40-jährige Menschen so. Das sind so richtig doll erwachsene Menschen eigentlich so. Richtig doll erwachsen. Nein, alles sind die. Aber nicht richtig doll erwachsen. Alles sind die. Aber das nicht. Ich hab schon 13, 14-Jährige gesehen, so, die haben sich erwachsener verhalten als diese Menschen dort, Alter. Ich würde behaupten, ich bin erwachsener auf die Welt gekommen als diese Menschen. Oder es ist wirklich maximal cringe. Also das musst du noch bewusst sein, dass sie sich unsterblich machen mit dieser Art von cringe. Die werden den Meme-Status nie wieder verlassen, so unangenehm ist das. Bruder, also. Wie alt sind die? 40? Und ich versuche mich so zu fronten mit so einem gemalten Teddybären. Deine Bimsen. 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 Und ja, genau. Also es ist cute, das Ding. Da wird es auch noch kleine Kindergeschichten geben. Das also seine Bimsen und wie der Timmy-Lein zum Held wurde. Für alle, die es noch nicht wissen und es noch nicht mitbekommen haben, Tim sagt zum Wort Bimsen. Ja, ich sag zum Wort F***ing Bimsen. Geiler Front. Bei ihm ist auch der ganze Sexakt, ich zitiere nur Tim, nach 19 Minuten auch vorbei. Das kannst du dir nicht ausdenken. Also, das klingt echt so. Ey, ohne Witz, das klingt wirklich so.
die in jedem Umkleideraum von jedem 16-Jährigen nach dem Sportunterricht von, also ey, ohne Witz, ja, und das ist, ja, also, ist, Bro, gibt ja keine anderen wichtigen Themen. Lass mal uns gegenseitig fronten, weil wegen Geschlechtsverkehr und so. Was? Du hattest noch nicht? Und wie lange? Und wie groß ist dein Pipi, Mann? Also, dieses Niveau ist... Die haben das freiwillig hochgeladen. Das sind keine Outtakes. Die haben sich gedacht, das ist ein gutes Video. Es wird noch schlimmer. Nee, es ist tatsächlich nicht möglich, dass das noch schlimmer wird. Das alleine stehend ist schon so schlimm, dass meine Fantasie an seine Grenze kommt. Ihre Grenze kommt. Meine Fantasie ist weiblich tatsächlich. Also das kannst du nicht steigern. Das ist halt einfach an ein Lost. Also das ist einfach so lost. Würde ich solche Sachen machen, ich würde in Flammen aufgehen. So doll würde ich mich schämen. Es wird noch viel schlimmer. Beim besten Willen, ich kann mir das nicht... Also wenn sie jetzt anfangen, Menschen in dem Video zu verbrennen, so, dann würde ich das glauben. So, aber ich fühle richtig, wie meine Existenz hier in Brand steht. So krass cringig. Es tut mir körperlich weh. Es geht körperlich an meine Substanz. So unglaublich fremdschamerregend ist das, was sie hier betreiben. Oder 20, ja, dann ist auch langsam gut, sonst wird es zu anstrengend. Ja, was ist das? Hey, 20 Minuten voll stabil? Was wollt ihr von mir? Was ist das? Nee, du musst 3 Stunden, genau wie in den Schmuddelfilmen. Ja, sonst bist du kein echter Mann. Von denen ist das nämlich. Häm dich, ab in die Ecke. Hä? Fronten die mich da gerade mit, dass ich sage, Sex nach 20 Minuten... Also ganz ehrlich, gibt schlimmere Fronts, als zu sagen, du kannst nur 20 Minuten lang f***en. Also ganz ehrlich, nach 20 Minuten reicht's mir auch. Also ich meine so von der Penetration-Phase, sag ich jetzt mal. So, ne? Nee, das muss 3 Stunden, bam, 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 bam. 3 Stunden lang muss das. Sonst bist du kein Mann, bist du sonst, ja? Schlimm ist das hier. Generation Hotspan, Alter, viel zu verweichlicht. Wir können ihm mal 10 Stunden durchvögeln, sowas. Bruder, damals, da haben wir noch 30 Stunden am Stück. Da war das Fleisch wund und schwammig und wir haben trotzdem durchgezogen, weil wenn man dann muss man ordentlich... Also, du... Von welchem Planeten kommen diese Menschen? Das kannst du dir doch nicht ausdenken, wie lost das ist. Wenn er Bock auf 20 Sekunden hat so, und seine Partnerin fein damit ist, was geht dich das an? So, und wenn er sagt, 20 Minuten ist okay, so, und seine Partnerin sagt, oh, 20 Minuten nehme ich mit, so, finde ich gut... Was juckt mich das? Also jetzt mal for real, was juckt mich das, wie lange er oder Günther um die Ecke Sex hat, Alter? Was juckt mich das? Es gibt mich überhaupt nichts. Also interessiert mich auch null. Null? Bro, das sagt doch alles. Das sagt doch alles aus über diese Menschen. Was deren Primärgedanken sind. Sex. Wie viel Sex hast du? Wie oft hast du Sex? Wie viel? Also, das sagt doch alles über diese Leute aus. Wie kann man denn... Und das ist auch genau das, was man einem Oswald vorgeworfen hat, so dass der halt super triebgesteuert ist und Frauen unter falschen Vorwänden in sein Netzwerk reinlockt, um sie dann sexuell zu exploiten, so. Das sagt doch alles aus, Alter. Und die untermauern diesen Sexfokus noch, indem sie aufgrund von Sex, so, du hast zu viel, du hast zu kurz, du hast zu wenig, du hast zu kurz so ihn meinen zu fronten. Wie kann man denn so lost sein? Digga, sag doch gleich, du bist ein sexsüchtiger, Mitte 40-jähriger Dude, der Geltungsdrang im Internet auslebt, indem er Mitte 20-Jährige frontet. Sag's doch einfach so. Mach doch nicht einen auf, wir sind hier völlig Vernünftigen und du tust uns voll zu Unrecht, so. Genau das hat er doch aufgezeigt. All das, was sie gerade in ihren Videos beweisen, Alter. Das ist so unglaublich unangenehm, ohne Witz. Ich habe so starke Schmerzen.
Ich habe keinen Bock mehr, also. Aber gut, dann frontet mich damit, dass ich 20 Minuten bumse. Was ist was? Digga, das sind. Ja. Das sind so 40-jährige ja. Dudes oder so 40-jährige Frauen und Männer oder ein Mann, zwei Frauen, die versuchen mich damit zu fronten, dass ich nur 20 Minuten penetrativen Sex habe. Alter, was ist das denn? Wie lange ist der Film nochmal? Vor allen Dingen sagst du das ja auch null aus, wenn er dann 12 Stunden Vorspiel hat, so. Ist doch Lattenhagen. Und es geht doch um den. Es geht doch darum. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Und was ist das überhaupt? Das ist eine Aalschlange. Ein Seil. Ja. Also, liebes Timmelein, wenn du hier wärst. Damit würden wir dich fesseln. Ja, wenn du hier wärst. Dann würden wir dich so auspeitschen. Ja. Ja. Bis du nur noch die Wahrheit sagst. Und nichts als die Wahrheit. Du würdest weich klopfen. Weil in Wahrheit findest du doch die Mädels total geil. Bro, was ist das denn, Alter? Hat das alles ja. in mir? Das. Kathi schreibt, Therapie wird da auch nicht mehr helfen. Nee, ja, Charlie, es tut mir leid, dass ich es reinziehen muss, Alter, scheiße. Das nicht stimmt, okay? Also das Bild, das du über Steffen in der Gesellschaft breit triffst, was du nach außen hin, ja, wie du ihn darstellst und so, aber was denn dann wirklich dahinter ist, ne? Das ist einfach nicht kompatibel. Das wird auch der Grund sein, warum... Was er damit sagt, ADM1RAL-Hipster-Cheert-X100, Exorzismus. Auf den Scheiterhaufen mit den Hexenkappa. Was er damit aussagt, ist, das Bild, was du von mir hast und verkommuniziert hast, so, stimmt nicht mit dem Bild, was ich von mir habe, überein. Ja, Bruder, aber dann frag dich mal, warum das ist. Weil du ein kranker Narzisst bist, der unglaublich widerlich manipulativ ist. Deswegen stimmt das Bild nicht überein. Nicht, weil er lügt in dem Fall, sondern weil du einfach maximal gestörtes Selbstbild hast. Und einer der problematischen Menschen, die mir je untergekommen bist, Alter, das ist halt einfach, what the hell, echt. Du solo bist, weil du in dir nicht, okay, die Dinge sind nicht kompatibel. Und nicht. Alter, wirklich, es ist. Jetzt fronten sie ihn jetzt durch wegen Beziehung oder was? Guck mal, ich bin Single, ja, aber ja. Ich bin auch nicht jemand, der sagt, oh mein Gott, ich brauche eine Freundin. Er ist ja nicht T-Tech. Ich bin sehr glücklich so, wie ich. Er ist ja nicht T-Tech. Das sind so richtig wacke Front. Also ich muss mich ja nicht rechtfertigen, so, ne? Aber diese Fronts sind ja, also erstmal ist es wack, dass so 40-Jährige versuchen, so einen Mittel-20-Jährigen zu fronten. Zweitens, was sind das denn für Fronts? Also man kann mich mit echt viel fronten, so. So, ne, ich bin fucking cringy, goddamn cringy Dude, so. Oh ja. Darauf könnte man gehen, so. Das, oh ja, das stimmt. Das ist ja wirklich. Das ist easy zu fronten, so. Aber so, du bist Single. Wow. Nicht transparent. Ja, Tim, du transparent. Bist einfach nicht transparent. Leg dich doch mal offen. Nimmst du Drogen? Wie viel Sex hast du in deinem Was Alter? Geht euch das an? Warum soll ich euch das sagen? Was ist das denn? Hä? Der kritisiert mich, aber er sagt nicht, wie viel Drogen er nimmt und ob er Sex hat im Alltag. Was? Ich glaube dem Nachrichtensprecher nämlich nicht. Weil der sagt mir ja nicht, wie viele Drogen er nimmt, ob er Drogen nimmt und ob er Sex hat. Das sagt er mir ja nicht. Dem kann man nicht vertrauen. Der ist nicht transparent, ja. Und mein Postbote sagt das auch nicht. Ist auch so eine linke Person ist das. Ja, ja. Bestimmt auch ein kleiner Steineschmeißer, ne? Der will nur mein Geld, will er. Diese Menschen, ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie. Wie kann man so denken? Wie kann, beim besten Willen. Das geht euch einen Scheiß an. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Was Ding ist das? Was? Jetzt soll ich sagen, wie viel Sex ich in meinem Alltag habe und was für Drogen ich nehme? Was? Wie kommst du zu deinem Sex? Sind da mehrere Frauen oder nur ein? Genau, wie kommt? Bezahlst du dafür oder kriegst du? Eine Sache kann ich spoilern, ich bezahle dafür nicht. Geld dafür. Also das ist... Warum interessiert dich das? Das ist auch so ein Fakt, der völlig untergeht. Steffen ist ein Mann, der... faktisch Geld dafür bekommt, wenn Frauen herkommen und mit ihm Sex haben wollen.
Ja, ist der okay? Dann ist er ein Sexworker. Das ist ja auch fein. Aber so sieht er sich ja nicht. Er sieht sich ja als Semi-Messias. Sonst sind ja mal ein Spiegel der eigenen Gedanken und Intelligenz und ich habe beides noch nicht von den dreien gesehen. Genau das ist das Ding. Genau das ist das, was mich ja so schockiert. So, die fronten ihn halt durch mit solchen Sachen wie, du hast nicht genug Sex, du hast zu kurz Sex, du bist Single. Ja, das sind alles Dinge, die euch wahrscheinlich stören würden, würde man sie euch an den Kopf werfen, so. Aber das sind ja keine, das sind doch keine Angriffe gegenüber einer Person. Also das juckt doch niemanden, der mit sich selber im Reinen ist. Das juckt doch niemanden. Das macht doch die Dinge, die er gesagt hat, nicht weniger wahr. Wie kann man denn ein so fragiles Ego haben? Und an der Stelle, ich wusste nicht, dass zwei Frauen ein genauso krasses Bild der toxischen Männlichkeit reproduzieren als jeder Alpha-Bro auf TikTok. Weil das ist genau diese Rhetorik. So, Bruder, du hast ja gar kein Fehler, du bist ein Single, keine Wilde, du kannst ja niemanden abschleppen. Und wie findest du ohne Gefühl? Du bist ja kein richtiger Mann, weil du hast ja nur, wo sind denn deine Chayas? Was ist denn das? Also, die beiden Damen, ne, die stellen sich hier hin und wollen, dass er seine Trophäen aufzählt, so. Warum? Warum objektifiziert man sich selber so doll? Das ist so unglaublich lost. Das ist so unglaublich lost. Ist jetzt der Front, dass ich nicht dafür Sex bekomme, wenn ich bumse? Alter, ich kann nicht mehr. Komm in die Gruppe! Was hast du zu verlieren? Titel Rosetten bist. Also vor einigen Tagen hat Steffen da ein schönes Video hochgeladen. Wie war nochmal der Titel? Ninja Warrior Tim versus vorbestrafter Rosettenflorist. Diesen Titel, lieber Timmylein, hat Steffen von einer Dame bekommen, weil er so absolut geile und qualitativ hochwertige, sehr geile und absolut qualitativ hochwertige, geil, vielleicht weniger an dem schnellen oder was oder langsamen Zeug naschen, keine Ahnung, was ihr Cocktail sagt, so, aber ja, mega Aufsendung, die Dame. Was ja nicht verwerflich ist, so, aber ich meine, vielleicht dann kurz warten, bis der Geist ein wenig klarer wird, wenn man halt so ein Ansagevideo machen möchte, weil das ist einfach nur wirres Geramble. What the hell? Spannende Behandlungen gibt. Die fronten TJ und flexen gleichzeitig. Es ist so peinlich. Es ist so traurig. Mein Gott, mir ist doch völlig egal, was die da tun, Mann. Es ist mir völlig egal. Es ist halt einfach wirklich absolut surreal. Es ist halt wirklich. Das passt auf keine Kuhhaut, Mann. Es ist. Jetzt flexen die wegen Analverkehr flexen die jetzt echt. Und also. Also. Wollt ihr jetzt dafür einen Klopfer auf die Schulter haben, so. Cool, dass er Sex hat. Also, ich verstehe das nicht. Mann, das juckt doch niemanden. Es geht doch darum, dass das einvernehmlich sein muss und da nicht Menschen ausgebeutet werden. Ey, Freunde, ich wusste ja, dass das Video cringy wird. Ich habe mir im Vorfeld gesagt, so, Alter, ich muss einfach cool bleiben. Ich muss einfach sagen, ja, komm, lass die labern. Aber, ach du Kacke, ich kann nicht mehr. Das ist ein aktuelles Video, ja. Boah. Aber leg dich doch mal offen, das ist ja der Punkt. Also, nein. Warum? Wahrheit, liebes Timmylein, du bist nicht transparent. Ja. Ich auch nicht und jetzt? Und Geld, Alter. Tatsächlich. Wie viel Geld wir hast du denn auf Steffen? Genau. Wir sind genug. Dein meistgeklicktes Video. Und da du Geld mit Klicks verdienst, heißt das ist dein einnahmenstärkstes Video und die ganze Thematik scheint auch... Das ist nicht mein einnahmenstärkstes Video, Spoiler. ...auch so einnahmenstark zu sein, dass du 3 Monate nach einem Vorfall den nochmal irgendwie erzählst, dass Sex. Du bei der... Der liebt absolut mietfrei. Ja. Rock'n'Roll. Genau. Er liebt einfach echt
absolut mietfrei in den Köpfen dieser drei. Ey, ohne Witz. An der Stelle kann man schon nicht mehr sagen, die sind doch alle verrückt, so. Weil das tut verrückten Menschen echt einen Disservice, so. Ohne Flachs. Also. Ich hätte jetzt gesagt, so, ey, die haben doch alle eine Psychose, aber nein. 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 Selbst dann, wenn sie halt irgendwo noch. Also, Bruder, ich hab noch nie so Psychotisches gesehen. Und ich bekomme hier gerade eineinhalb. Mein mentales Gerüst ist nicht konstruiert, um diese Art von Weirdness zu verarbeiten, Alter. Es ist auf jeden Fall highly beängstigend, ey. Ich kriege hier echt existenzielle Sorgen. Ich weiß nicht, was ich... Es ist absolute Gehirnschmelze hier. Eine absolute Gehirnschmelze. Also das wollen wir mal wissen. Erzähl uns mal über... Nicht. Ja, genau so ein Ding ist das nämlich. Mach dich mal transparent. Erzähl mal alles über dich. Erzähl mal über dein Liebesleben. Wir möchten jetzt hier in der Notizbücher raus. Wir reden jetzt über alle Kings, die wir hier sind. Also, what the hell? Also, stell dir vor, das sind deine Nachbarn. Ja, ich würde wegziehen. Einfach without a doubt. Direkt wegziehen. Ohne Ankündigung. Ich wäre einfach weg. Das Video ist wie ein Unfall. Ja, es ist ein absoluter... Moin, Karl. Der absolute... Also das Video ist ein absolutes... Es wird immer... Eigentlich ist es eine Achterbahn. So, und wir haben schon 3-4 Mal erbrochen und es wird eigentlich immer schlimmer. So, weil wir können nicht aussteigen. Weil da kommt mein Stursinn wieder rein. So, wenn ich ein Video angefangen habe, so, dann muss ich hier komplett mental zerbrechen, bevor ich es abbreche. Und noch bin ich nicht zerbrochen. So. Deswegen, also... Ey, übrigens, vielen Dank, Karl, für den Follow und so. Ehre. Habe ich halt zurück. Ja, ich habe zurück. Deswegen, also, wir müssen es jetzt auch noch durchziehen, aber das ist halt einfach. Das ist halt Schmerzlevel über 1000. Ich habe schon viel erlebt und viel erdulden müssen hier, so, ne? Also, aber das. Also, selbst die lostesten Takes kann man ja irgendwo nachvollziehen, wo die herkommen, so. Wessen geistige Kinder diese Takes sind, so. Da gibt es einfach keinen Anknüpfungspunkt. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht, Kuruka. Eine angenehme Nacht. Ehre an der Stelle. Braucht sich halt gut. Ja, nur, dass wir halt noch nichts von diesem Geld gesehen haben. Und das fordern aber wir... Warum solltet ihr was daran sehen? Ey, was ist das denn? Gerne über die Dinge, die man selber gerne hätte. Ein Schelm, wer böses... Na, er hat ja auch ein Buch geschrieben, ne? Dass seine Ideologie einfach untermauert... Der ist einfach in alle Richtungen problematisch. Mal ein, Tim, das wäre einfach nur gerecht. Unter Geschäftsparagraf. Entlohnt waren, natürlich. Und der Julian Zitlow wurde uns ja zugespielt. Deine du hast den ja auch. Danke. Du hast den ja auch in deiner Wollt ihr das Geld von mir? Show erwähnt. Was wir leben die ja, denn, der Alter? Julian versucht da auf die Tagesshow so berichtet über dich. Jetzt rufst du dann, ey! Was reden Sie über mich? Ich will jetzt Geld dafür haben. Das ist in der Zeitung. Hey! Jetzt mein Name erwähnt. Bruder, das nennt man freie Meinungsäußerung. Er kann da wohl über dich reden. Und das... Du hast das für das verdammte Interview doch zugestimmt. Was ist denn mit diesen Leuten los? Diesen Zug aufzuspringen. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Aber leider hat seine Freundin keine Sexausbildung als Liebesgöttin. Fronten die jetzt gerade Julian Zitlow? Digga, ein Livestream mit Julian Zitlow und Steffen Oswald. Das wär's, Alter. Das wäre der richtige Fiebertraum. Wenn er über hier seine komische Sekte redet und die über ihre Ideologie, ihre Sekte redet, so. Ey, das wäre der absolute Fiebertraum. Wahrscheinlich würde das Internet abbrennen. Die beiden da um Gottes Willen. Ja, und auch der Julian, da muss er einfach noch nachlegen. Muss ich erstmal direkt Wasser trinken, ey. Ja, das dehydriere ich hier vor Wut. Die erbrachte Leistung, die Steffen da einfach vorlebt, was gelebtes Leben. Erstmal direkt deabonnieren, nur um wieder Werbung zu bekommen, um sich mental ausruhen zu können von diesem. Also, das ist halt einfach, ne? Warum die keine die überdimensionalen Arschlöcher. Stimmt. Life is good. Und aggressiver Rabe denkt sich, was? Werbung? Nein, es gibt direkte. Ihr wird nicht verschont. Leide mit uns.
Vielen Dank für den Gifted Sub. Vielen, vielen Dank. An Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Was das bedeutet. Was es bedeutet, loszulassen, auf alles zu scheißen und einfach nur echt zu sein. Alter, es ist... Boah. Ich weiß gar nicht, was sie labern halt. Also, warum geht's jetzt dem Julian Zietlow? Also, ich hab den mal erwähnt, so dass gerade bei ihm irgendwie weird stuff abgeht, so, aber in der Thematik bin ich auch nicht drin. Und, Es ist einfach nur eine absolute Achterbahn, ey. Also, wir haben da ja so einen kleinen Ritus, ne, dass du wirst dich gewiss schnell daran erinnern, was ich meine. Immer nachdem wir uns gesehen haben, miteinander in Kontakt standen, gut, bis jetzt ist es einmal passiert, hast du einen kleinen Teaser von uns bekommen. Ja, wovor ich übrigens euch anzeigen könnte, weil ihr mir einfach ein von euch gesendet habt, was strafrechtlich relevant ist. Ich hab einfach direkt gemacht, nicht einfach direkt angezeigt. Also ich meine jetzt keinen Link, ich meine in meinen Insta-DMs ist direkt machen. Sowas drin von denen. Wollte ich nur mal so erwähnen. Warum? Ich hab draufgeklickt, hab gesehen, what the fuck, hab sofort zugemacht. Ich hab ungefähr eine Sekunde gesehen. Oh. Ich hab irgendwas nackt gesehen, ich weiß aber nicht, wen ich nackt gesehen habe. Das ist das Schöne. Das letzte Mal war es unser erster der Sexfilm, Amazon. Der war deiner Meinung Liebe nach. Zuschauer, jetzt gibt es eine Umfrage, welchen Teaser sollen wir Tim für sein absolut geiles Verhalten? Einfach direkt anzeigen, ohne Witz. Dafür haben wir den Rechtsstaat, der soll sich mit solchen Gestalten auseinandersetzen. So. Direkt. Der hat ja sowieso hier die Kreatur, so, ich nenne ihn mal so, weil menschlich, da ist menschlich so viel falsch gelaufen. So. Wenn du von Judenkarma sprichst, so, ne, und einer ganzen Gruppierung kollektiv Schuld aufbürdest für ihr kollektives Trauma, was sie erdulden mussten, ne, vom Holocaust, so, dann hast du eigentlich schon deine Exit-Karte aus der Menschlichkeit eingelöst, so. Also das ist halt an Unmenschlichkeit kaum zu überbieten, so. Als nächstes sind wir Schwarzen wegen Sklaverei selber schuld, weil ist ein Schwarzer, einer auf denen so. Ne? Also, ganz ehrlich, er hat die Exit-Card auf jeden Fall schon eingelöst. So. Schmutz! Ja, genau. Also, einfach, ja, da fällt einem einfach nicht mehr dazu. Also, mehr kannst du dazu nicht sagen. So, deswegen, der hat sowieso schon die Staatsanwaltschaft im Nacken und so, und das zu Recht. Und da gab es auch Drohungen und sowas so gegenüber TJ. So, ey, ich würde dem noch eine Kelle oben draufsetzen und die einfach deswegen anzeigen direkt. Hätte ich die Mittel, wäre ich an TJ stelle und wäre halt, ne, so gut betucht wie er, so, ich würde die einfach alle, direkt. Als nächstes zuschicken. Ja, wie Tamara sagt, keinen. Also stimmt fleißig jetzt in den Kommentaren ab, welchen Teaser Tim als nächstes bekommen soll. Sollte, wir ihm denn genau, schicken, Tim, weil wir wollen dich nicht belästigen. Das soll hier keine Belästigung sein. Aber es ist eine Belästigung. Wir wollen nicht aufdringlich sein, was ja manchmal so scheinen mag, wenn Frauen ihre eigenen Pornos Männern anbieten. Ungefragt anbieten, das ist das Problem. Auch eklig, ja. Ich finde es auch eklig. Ja. Full front. Ja, full front. Sexuell. Es ist eklig. Obviously, wenn dir fremde Frauen, die du nicht attraktiv findest, dir ihre Pornos zuschicken. Bruder, das ist die Definition von eklig. Das ist das Äquivalent zu Dickpics. Das ist das Äquivalent dazu. Wenn du deiner Freundin einen Pic schickst, so, du, ne, auch, und sie das nicht will, ist immer noch komisch, so, aber ist halt deine Partnerin, so, ne? Immer noch weird, so. Wenn du es einer fremden Person machst, so, die denkt sich dann nicht, oh, cool, fremde Person, zeig mir das. Nein, das ist eklig. Das ist halt weird, so. Und andersherum ist es genauso weird. Ja. Ungefragt Menschen Nacktbilder oder Pornos, das ist halt, ey, das ist Definition weird. Wie kommt man auf? Also beim Besten, ich verstehe nicht, wie man so werden kann. Ich verstehe das nicht. Wo sind die im Leben abgebogen? Eine Belästigung, wenn Frauen Männern ihre eigenen anbieten. Ja. 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 Hä? Obviously. Natürlich ist es sexuelle Belästigung. Seid ihr dumm? Ja. Hier war nochmal das neue Lied, was wir geschrieben haben. Du meinst ungefickt, ungefickt. Du bist einfach ungefickt, ungefickt. Du bist einfach ungefickt, ungefickt. Du bist so cringe. Ich wusste nicht, dass es noch
Es wurde einfach noch schlimmer. Es wurde legit einfach noch schlimmer. Es wurde... Ey, wenn ich die wäre, würde ich aufhören, die selbst sein zu wollen. Das ist mir... Das Video ist erst zur Hälfte zu um. Ja, es ist halt wie ein Karussell. Man muss sich wieder und wieder und wieder und wieder erbrechen. Und man darf nicht aussteigen. Es ist halt einfach schlimm. Ich bin vorher Brechmittel genommen und dann ab aufs Karussell. Und weil das so ist... Übrigens, Freunde, ganz kurz. Selbst wenn ihr Jungfrauen seid oder alles, ne, in der Richtung dies, das, ne, lasst euch von so einem Scheiß nicht fronten. Oh, es ist vollkommen okay, in egal welchem Alter, Jungfrau zu sein oder auch zu bleiben. Die Tag so. Hörst du zu? Es ist völlig okay, Jungfrau zu sein. Du musst nicht einsam sein. Alles gut. Alles gut. Dein Wert definiert sich nicht darüber, Geschlechtspartner zu haben. Alles gut. Weil laut Steffen gibt es ja keine asexuellen Menschen, ne, haben wir ja gehört. Ja, das aber auch. Es ist vollkommen okay, das nicht zu wollen, das auch nicht gehabt zu haben oder was auch immer. Nur ganz kurz als Reminder nochmal, weil ne, die wollen nicht. Oh mein Gott, morgen Dieter Osman frontet mich und hat keine Empathie für meine Einsamkeit. Nehmen wir Gott los. Gerade damit fronten, dass ich keinen Sex habe. Cool. Das ist halt los. Also, ne? Ich wollte es nur kurz einmal sagen: In jeglicher Form ist es immer okay, zu sagen, nee, ich habe keinen Bock auf Sex. Oder ich hätte noch keinen Sex. Oder ich habe Bock drauf, aber hat sich noch nicht angeboten. Was auch immer. Das nur als, damit ihr euch hier nicht fronten lasst. So. Ne? Das sind halt. Ich lese gerade ein Buch, wo es so um so. Darum geht, wo quasi die eigene Mental Health oder die eigene. Sowas kann ich gar nicht, ne? Wenn man sich die Fingernägel lackiert, alles cool, so. Ich feier's schön und gut, weiß es zwar nicht meine Farbe, so. Aber. Wenn die dann so abgenagt sind, so, ne? Da krieg ich, ne? Da kommt der innere Autist in mir raus, so. Den ich nicht habe. Aber da werde ich nervös. Das kann ich nicht. Es muss immer perfekt aussehen. Es muss immer frisch aussehen. Mit den Finger runter. Wie beschreibt man das? Wo man so im Leben steht, sag ich jetzt mal. So, ne? Wenn man glücklich ist und sowas, dann steht man hier oben, dann hat man eine. Dann ist man auf einer hohen Wellenlänge, dann lässt man sich von kaum was triggern und es gibt so Leute, die sind so hier unten, die haben so niedrige Wellen, so und diese oh Gott, Leute haben sehr, sehr niedrige Wellen und habt einfach eine Welle über denen und lasst euch nicht triggern dadurch. Deswegen nur ganz kurz. Also klar, die triggern mich übertrieben, muss ich auch zugeben, aber nicht überhaupt im Sinne von, mich schockiert's nur. Angegriffen fühle oder sowas natürlich. Mich schockiert's einfach nur. What the fuck, also. Entstehen diese tollen Videos von dir, Schade drum, ja, wir hatten mal eine geilere Beziehung, ja, aber das wird alles in deiner Hand. Viel Spaß haben können, wenn du deine Sexausbildung selber begonnen hättest bei uns. Aber nee, bitte nicht. Du wolltest ja nicht. Ja. Aha, du wolltest lieber, dich mehr dem lieben Steffen widmen, was ich ja auch völlig nachvollziehen kann. Das ist eine absolut interessante Person. Also Timmelein, es haben mich einige schon gefragt. Ja, ich wurde gefragt. Besteht denn die Möglichkeit, dass das Timmylein schwul ist? Jetzt wird er deswegen gefrontet, oder was? Nee! What the fuck? Die wollen mich jetzt damit fronten, dass ich homo bin? Alter. Digga, also wirklich. Kranker Front, Alter, Bro. Kranker Front. Digga, das kann doch, das ist so eine Simulation hier, Digga. Oder die sind halt 40 und sagen jetzt, versuchen mich damit zu triggern, dass ich sage, ich bin schwul. Und selbst das wenn... Video vorbei. Ich würde gerne das ganze Video vergessen. Yes. Ich würde gerne deren Existenz vergessen. Ohne Witz, ich würde gerne deren Existenz vergessen. Wie kann man denn so lost sein? Und glauben, dass das Spekulieren, ob jemand homosexuell ist oder nicht, ob das der Person schadet. Also Bruder, ganz ehrlich, wenn du in deiner eigenen Sexualität, in deiner Identität gefestigt bist, dann stört dich doch solche Spekulationen null. Wie oft wurde mir schon nachgesagt, dass ich schwul bin, weil ich teilweise mich sehr feminin gebe oder halt verhalte, so, weil ich halt überemotional bin und meine Stimme sich manchmal auch ein wenig ins Höhere verirrt, so. Und juckt mich das? Nein! Warum auch? Ist mir doch egal. Bro, was kann ich denn dafür, wenn du glaubst, dass... Also, und wenn Homosexuelle einen attraktiv finden und
sich mutig und den Mut haben, einen zu fragen, ob man auch homosexuell ist, so. So, dann ist das doch eine... Digga, das ist ein Riesenkompliment. In den meisten Fällen, so gerade bei... in schwierigen Situationen oder in ganz schwierigen Places auf dieser Welt, können gerade Menschen, ne, aus dem LGBTQ-Spektrum aufgrund von Fehleinschätzung mal eben schnell ihre körperliche Unversehrtheit verlieren. ADM13-Hipster-Cheered-X100. Ich hoffe, Steffen fällt im Knast die Seife runter. Damit natürlich ein anderer, ne, Zelleninsasse die wieder aufsammelt. Auf ganz normaler, entspannter Basis. Selbstverständlich. Wir wollen hier niemandem irgendwas an, ne? Weil das war natürlich gemeint, so, damit er die Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit im Knast erlebt. So. Aber also wirklich, ich verstehe sowas nicht. Null. Also wirklich null. Wie kann man denn so gestrickt sein? Ja, ich trage ja Ich trage ja Nagellack. So klar bin ich schwul. Weil der, ja. Also weil der einfach... Weil er lange Haare hat. Deswegen muss er schwul sein. So funktioniert das heutzutage. Weil, ne, wir wissen, steht ja auch geschrieben, ne, wenn du lange Haare als Mann hast und nicht einen 50er Bizeps, dann musst du schwul sein. Ja, das sagen auf jeden Fall die Alpha-Bros. Der war ja erst so in die Frauen verliebt. Ja. Ne? Und das ist halt, das zeigt halt so krass auf, wessen geistige Kinder diese Menschen sind. Wenn du ein Interesse an einer Frau hast, musst du in sie verliebt sein. Und du musst dann auch nur Sex haben wollen von der Person als Mann. Musst du. Wenn du das nicht hast, dann musst du schwul sein. Weil es gibt nichts dazwischen. Du kannst kein normales, respektables Verhältnis mit einer Frau haben, ohne dass da irgendwas Sexuelles ist. Deswegen schlafen ja auch alle Männer mit ihren Müttern und mit ihren Schwestern und ihren Cousinen. So funktioniert die Welt nun mal. So, wie kann man denn so kaputt sein? Und das spricht doch Bände über diese Menschen, wie die im Inneren ticken. Weil wenn du sowas in deinem Kopf hast und es anderen vorwirfst, so, weil du es dir vorstellen kannst, so, dann, das sagt doch alles über dich selber aus, Alter. Alles. Interesse am nur noch, Steffen. Nur noch Augen für Steffen. Ja, also kann man aber könnte auch nachvollziehen, ne? Ja, ja. Digga, es ist sehr, sehr starke Schmerzen. Ja. Der Steffen ist ja sein bestes Video. Ja. Und das spricht ja für die Potenz vom Steffen. Ja. Und wer sich denkt, was hat denn jetzt für ein Blödsinn gesagt? Ja, dann guck. Das, was mich am meisten triggert, ist mir die ganze Zeit mit dieses beste Video. Actually, es triggert mich wirklich. Das würde mich auch triggern. Wo ich mit Lisa auf irgendwelche TikToks reagiert habe, das hat einfach random 4 Millionen Aufrufe. Aua. Also Steffen, bild dir bitte nichts auf die Views ein. Beziehungsweise, das Ding ist, es ist halt so negativ. Also es hat ja nur so viele Views, weil es so großes... WTF, ja, natürlich, Dark Knight. Hä, wenn du Single bist so und Frauen nicht aktiv nachstellst, dann musst du schwul sein. Bei mir doch genauso. Bin auch Single, date nicht, sprech Frauen nicht einfach so an im Gym oder was weiß ich so. Ja, ich muss schwul sein, weil man weiß ja, Männer, die nicht absolut triebgesteuert sind und Frauen zu jedem Zeitpunkt nachstellen, die müssen schwul sein. Mhm. Und den kann man nicht trauen. Und in Wahrheit, laut Steffen Ostert, können die auch gar nicht wirklich schwul sein. Die belügen sich selber. Eigentlich wollen sie nur Sex haben, aber können es nicht haben. Das ist, weil er glaubt ja auch nicht daran, dass es Schwule gibt. Er glaubt ja auch nicht daran, dass es lesbische Menschen gibt. Er glaubt ja auch nicht daran, dass es Asexuelle gibt. Eigentlich gibt es nur eine Sexualität und das ist Heterosexualität. Nach seiner Ideologie. Und alle anderen, die was anderes glauben, die haben sich selber belogen. Die sind so tief in ihrem Ego drin und okay, schuldig. Das ist also... Also hat Titel recht. Keinem kann man glauben. War. Es war ja nicht, weil Steffen so krank ist, sondern es war Steffen, weil... Obwohl, es war, weil doch, Steffen so krank war, ist. Doch, ja. Man kann schon sagen so. Doch, du definitiv. Einfach die Sexfilme an. Nee. Und dann begegnet dir das gleiche Maß an Potenz. Diese Fixierung, auf Potenz klingt für mich wie eine Überkompensation. Weil das stand ja nie im Raum. Und warum muss man das auf Krampf immer wieder erwähnen, wenn das nicht etwas ist, was einen sehr, sehr stark beschäftigt, was einen sehr, sehr stark besorgt? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, Bro. Ob mein Gegenüber potent ist oder nicht. Genauso wenig, ob ich potent bin oder nicht. Weil im Regelfall ist man's. Und dann denkt man da nicht drüber nach. Gerade im jungen Alter noch nicht. Gut, ich bin alter Mann mit 31 so. Aber niemand juckt seine Potenz. Nee, wenn es läuft, dann läuft's.
So, also. Aggressiver Rabe cheert X100. Potenzen kenne ich nur aus der Mathematik, Kappa. Ja, wenn's läuft, dann läuft's. So, dann machst du dir keine Gedanken. Wie mit dem Laufen. Wenn du laufen kannst, dann denkst du dir darüber nach, so, ah, kann ich gut laufen? Kann jemand anderes? Guck mal, der läuft ja richtig. Also, das sind so Dinge, die laufen, wenn sie laufen. Und wenn sie nicht laufen und sie dir die Teil deiner Persönlichkeit sind und du sie Teil. Und du dich damit identifizierst, weil du dann einen Teil deiner Persönlichkeit daran festmachst, so, dann ist das natürlich großes, dann ist das wichtig und ne, dann musst du da überall drauf achten, dann fühlst du dich auch unter Druck gesetzt im Vergleich zu anderen so. Also das ist halt einfach ein so unangenehmer Mensch. Und der tut mir schon fast leid, weil ich glaube, der ist tatsächlich impotent. So ein überkompensiert das ganz krass mit Drogen und mit hier, mit Viagra. Wurde ja auch in dem vergangenen Video, hat er ja auch darüber gesprochen, TJ. Mit ihm zusammen, dass er ja auch Viagra nimmt, der Oswald so. Aber er macht das ja nur, weil er hat das ja gar nicht nötig, aber er macht das trotzdem. Und ich denke, das ist halt eine große Überkompensation. Ey. Und diese ganze Ideologie, die der Mensch sich aufgebaut hat, so, dient einfach nur effektiv zum Gaslighten von seinen Opfern. Aggressiver Rabe cheert X100. Ehre. Potenzen kenne ich nur aus der Mathematik, Kappa. Ach, jetzt kommst du durch. Jetzt kommst du durch. Ja, warte, zweimal einfach. What the fuck? Stream Element schon wieder komplett unterwegs. Was soll ich sagen? Ich wollte sagen, ich hab den Faden verloren. Es ist einfach alles einfach nur eine Überkompensation. Toxisch. Guckt nicht so wie aus. So. Guckt ja. So einen Monat oder so. Ja, aber Maßen. Sind toxisch und spiegeln nicht die Realität von Sex wieder. Nur ganz kurz einmal. Das hätte man Oswald als Kind sagen müssen. Seitdem ich keine mehr gucke, geht es mir deutlich besser. Also ganz for real von, das ist als wirklich ein Tipp. So. genau, guck lieber Hentai. Okay. Nein, aber ich guck so einen Monat oder sowas noch vielleicht und seitdem sind meine Wellen sehr viel Laber. Und nicht dauernd. Dieses esoterische Gerede, ne? Da krieg ich schon wieder Puls. Stop that. Und hin bei Steffen. Und warum wollen wir mit dem Steffen Sex haben? Weil der so hübsch ist. Wie der Ninja Tim. Hm? Oder warum? Woran liegt das? Also lieber Tim, ich meine, da geht ganz klar ein Punkt an dich. Ja, du bist vom Aussehen her natürlich der geilere Mann. Du hast den trainierteren Körper. Danke. Du bist immerhin Ninja Warrior. Aber faktisch ist, Steffen ist derjenige, der. Das Kompliment nehme ich an. Der mit, mit gerade mal, genau, ist der geilere Ficker von euch beiden, der Sexfilme dreht, für den Sex, den er erlebt, auch noch Geld bekommt und all so Sachen. Cool, ist ja okay, dass er ein Sexworker ist, mein Gott. Ey, das ist. Ja, wirklich. Also, das Ding ist, man könnte sich echt leicht an meiner Position gerade von dem ganzen Scheiß triggern lassen, aber ich denke mir so, nee, ich darf mich nicht darunter begeben. Den Fehler habe ich in der ersten Reaction gemacht. Ich habe ja schon mal auf Steffen reagiert. Da habe ich tatsächlich den Fehler gemacht, ich habe mich auf den Scheiß eingelassen. Das war wack von mir, das war weak von mir. Also, da bin ich wirklich auf deren Ebene runtergegangen. Okay, so schlimm jetzt auch nicht. So, ja, die denken wirklich, dass das ein Argumentationspunkt ist. Denken wirklich, dass das ein Punkt ist. Die beweisen damit nur, dass sie einfach null Niveau besitzen. Also, so. Als kleiner 16, 17-Jähriger vielleicht, unter 16, 17-Jährigen, hätte man vielleicht noch so argumentiert: so, ja, aber du hattest ja noch nie Sex. Weil ich habe viel mehr Sex als du. Du bist voll der Blödi. So, da würde man so argumentieren vielleicht noch so. Und auch da war das schon cringe. So, bei diesen Mitte 40-Teils. Ne, da wollte ich mich rechtfertigen und ich rechtfertige mich hier für keine Scheiße da. Steffen versteuert. Steffen versteuert sein Sexwork. Finanzamt incoming. Vielleicht brauchen die ja mal einen Tipp. Ich bekomme die Nachricht von George auf meine Uhr. Bleib stark, Großer. Man muss nur vibrieren, ne? Kann man sich, da weiß ja jede Frau, was du packst geiler das, ist. Ninja Warrior sein oder ein geiler. Die Nummer meines Therapeuten. Du gehst raus an dieses Rauch. Ficker, ein Ninja Warrior, Bimsen oder Steffen Ostwald ficken. Das ist eine schöne Auswahl. Also ich würde ja auch gerne mal deinen Bimsstein sehen. Ja, dein Bimsstein. Ey, ich verstehe das nicht. Ist ein Bart. Ich habe Action im Bimsstein. Gut für so Hornhaut abrubbeln. Was für abrubbeln? Schieb mir dein zum Hornhaut her. So ein Ding ist das, ja. Gestern saß ich auch in der Badewanne und habe gedacht, ob ich... Meine dir Hornhaut. Den Bimsstein reinschiebst? Ja, nein. Super.
kommen wir vom Thema. Ja. Also, liebes Timmelein. Kommt Tim ja auch immer. Der kommt auch einfach immer sehr vom Thema. Ja, natürlich, Thema. Natürlich. Deswegen kann man auch einfach mal Thema Blödsinn quatschen. Das passiert die ganze Zeit. Jace, Alter, auch die danke für die 10 Euro für die Therapie nach dem Video. Haben die nicht vorhin gesagt, 20 Minuten halte ich durch? Und jetzt komme ich früh. Ja, okay, dann komme ich halt früh. Alter, wirklich. Sex. Genau. Oder wie du als Mann. Nach dem Video halte ich nur noch 30 Sekunden durch. Ohne Flachs, Alter. Ich bin nachhaltig traumatisiert, ey. Also, Potenzstörung habe ich nach dem Video 100%, so. What the hell? Gut. Stört eh niemanden, weil ich bin halt Single, so, ne? Und das bleibt doch erstmal so. Dementsprechend habe ich genug Zeit, das mit der Therapie aufzuarbeiten, alles hier. Ja, das kannst du ja nicht als Single. Zum Herzkönig transformieren kannst. Ja. Das hat nämlich der Steffen gemacht. Also nochmal die Frage, warum komme die Frau zum Steffen? Warum? Er flex ja. Weiter. Er flex einfach mal. Ein paar wollten auch flüchten vor dir, Bro, und kamen nicht raus. Und mussten durch die Familie rausgeholt werden aus deinem, was auch immer das da für ein Ding ist bei dir. Sekte. Also, es gibt Frauen, die sind vor dir geflüchtet, weil sie so von dir eingesogen wurden. Also, weil sie so krass emotional manipuliert worden sind. Aber das habe ich auch alles in dem Video erklärt. Und ich habe übrigens auch von den Frauen, die vorher bei dir in deinem Konstrukt. Weil das Video den Trieb abtötet oder wie? Das wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Vielleicht wird er aufhören, seinen Insel-Content zu machen dann. Waren und geschafft haben zu flüchten, großes Lob bekommen. Sehr, sehr großes Lob. Und auch, ich habe sogar von Familienmitgliedern, ja, von Frauen, die vor dir flüchten konnten. Er flext halt damit, dass er ein Predator ist. Die ganze Zeit. Dieser Oswald flext die ganze Zeit damit, dass er ein absoluter Predator ist. Und die Vulnerabilität verzweifelter, teilweise traumatisierter Frauen ausnutzen. Damit flext er die ganze Zeit. Das wäre absolut witzig und sowas so. Wäre alles witzig so. Ist es aber nicht, weil er flext damit, dass er ein potenzieller Straftäter ist. So, zwar gibt es ja keine Beweise, weil Aussage gegen Aussage und sowas, ne? Ist halt super schwierig, das zu beweisen so. Aber, und das ist gut dokumentiert, Frauen, die in seinen Fängen waren, kamen da ohne Hilfe teils nicht wieder raus. Und haben auch ausgesagt, dass sie viele Dinge auch gegen ihren Willen, unter anderem Drogenkonsum, mitmachen mussten. So. Und er flext damit, ich hab viel mehr Sex als du und sowas. Das ist so unglaublich ekelhaft. Großes Lob bekommen und großen Dank bekommen, dass ich so ein Video gemacht habe, wo ich von dir gewarnt habe. Ja, das wollte ich nur kurz an der Stelle einmal in den Raum geworfen haben. Halt mal dein Birnchen ein. Also auch du, Tim. Man kennt es ja auch umdrehen. Warum gehen die Leute nur zu dem Restaurant? Weil die Couch bei dem so schön ist, hä? Oder weil es da gut schmeckt? Weil der Koch so gut kocht, eventuell. Würde ich mal so in den Raum Die haben stellen. Kein anderes Thema. Und es ist ja auf einige Männer schon aufgepasst. Oder weil es erst so billig ist. Aufgefallen. Ja. Tagel ist wieder Geld wegen Steffen. Ja, true. True, actually. Bro, Steffen, danke dir, Mann. Gerade schon wegen dem Stream hier Fofi verdient. Bruder, Steffen, danke. Oha. Ach, Mann, Alter. Oha. Aber da muss man halt dann auch mitdenken und weiterdenken. Was ist einigen Männern aufgefallen? Ja, dass da was nicht stimmt. Bei Tim. Ja, oder die haben sich die Frage gestellt. Ja, gut, also, ne, Tim ist jetzt nicht die hellste Kerze am Baum, so, aber er hat trotzdem mit dem IQ, den er hat, immer noch mehr, dreimal so viel wie die drei hier zusammen. So, ihn deswegen auf irgendwie auf dumm fronten und sowas ist halt schon ein bisschen peinlich, so, ne? Also, da sitzen halt drei intelligenzbefreite Menschen, die jetzt gerade jemanden, der jetzt nicht die absolute Intelligenzbestie ist, so, auf Intelligenzfronten zu meinen, so, das ist schon ein bisschen unangenehm. Und Tim ist bei weitem nicht dumm, so. Vielleicht nicht die allerklügste Birne, so, aber der ist halt bei weitem nicht dumm und bei ihm läuft ja, so. Also, er kommt ja gut durchs Leben. Also, warum ihn da auf irgendwie auf Krampf irgendwie oder sowas? Erst später rekrutiert, wenn man anfällig ist, scheint Oswald Hirnwäsche die Psychose recht schnell überreichend zu manipulieren. Ja, also ich glaube schon, dass er. Also wenn du anfällig bist für diese Art von Dingens, ne, so, dann fällst du ganz schnell da rein. Das glaube ich schon. Und diese kollektive Realitätsverzerrung, die hier drei hier darstellen, so, da muss es schon so ein bisschen grundmatschig im Kopf sein, damit du da dich verfängst.
Und Streamer Event sagt Nein zum Schweizer. Die drei sind der lebende Beweis, dass hier ein Tod nicht zwingend tödlich enden muss, Kappa. Auf Ehe, auf Gottlos angelehnt schon wieder. Danke für die 100 Bits übrigens. Ach, der ist ja so armbare Frauen das, an seiner Seite. Ja, und auch so souveräne Frauen. Genau. Wirklich so lustige Videos. Emotionale Manipulation. Die sind doch keine Opfer. Also irgendwas also, muss da ja dran schlecht sein. Ging, ja. Ne? Dann könnte die ja ein... Also ich sage jetzt nicht, dass die... Das ist die... Aber ich sehe hier, ich habe keine Sklaven in Katar gesehen, Verteidigung. Ja, aber die Frauen hier, die laufen ja nicht weg. Das können ja keine Opfer sein. Hier gibt es keine Opfer. Hier kann es keine Opfer geben, weil die Frauen hier, die laufen ja nicht weg, Verteidigung, Bro. Also, per Definition seid ihr drei sehr, sehr krasse Opfer, doch. Das habt ihr jetzt gerade in der letzten Stunde bewiesen. So, doch, auf jeden Fall. Diese beiden, dass die beiden emotional manipuliert worden sind, ne? Das, ne, kann ich jetzt nicht 100% sagen. Der muss durchs Timeout durch. Aber es haben ja Frauen schon von emotionaler Manipulation von ihm geredet, die von ihm flüchten konnten. Und dementsprechend glaube ich diesen Frauen jetzt einfach mal, weil wenn mehrere Frauen unabhängig voneinander dasselbe sagen, ne? Ja. Sollte man denen wohl eher glauben. Als denen, die mit... jemanden, der straight up beleidigt und mit Gewalt droht. Also, ja. Ein Video auf. Wieso, das macht ihn doch so glaubwürdig? Nehme und sage, liebe Leute. Helft uns. Aber nein. Können wir ja mal machen. Die machen Videos und sprechen dem Steffen Sexempfehlungen aus. Nochmal angemerkt, okay? Das, so wie das früher war, dass man hier einfach Geld gezahlt hat und konnte. Und essen, das ist nicht Steffen nach Belieben. Das ist auch sehr schlimm. Genau. Das ist vorbei. Weil das steht auch schon im Buch. Er wird immer exklusiver. Und bei uns heißt die neue Hürde jetzt: Wir sind eine Produktion. Wir sind ein cool. Junges Start-up, okay? Spiritualität glaubt doch eh keine Sau, okay? Die spirituellen Dinge glaube ich auf jeden Fall safe. Aber ich nicht. Nicht in diesem Kontext. Ich nicht. Ich so krass nicht. Ey, der GSGDR zu Recht. Der erste Base-Take von diesem Losty. Spiritualität glaubt doch eh keine Sau. Danke, dass auch mal zur Abwechslung nicht die absolute Grütze aus seinem Mund kommt, ey. Oh, Georgia ist triggert. Richtig. Uiuiui, wirklich, es ist funny, was ich auf meine Uhr hier bekomme. Es ist vorbei. Spiritualität gibt's hier nicht mehr. Ja. Ist für den Arsch. Wir sind jetzt Kapitalisten. Wir verabreichen auch Sadomaso. Das kriegst du ja gerade mit, Timmelein, okay? Das, was wir hier machen, ist eine ganz weiche und subtile Form von einer schmerzverabreichenden Behandlung über Video. Wenn das Masochismus, was sie da mal treiben. Was labern die gerade für eine Scheiße? Wirklich, Alter, was? Im Grunde hast du dir das auch... Das ist halt Masochismus. Die selbst geißeln sich da gerade. Und natürlich ist dieser ganze Versuch, dieses Video ihnen zu fronten, ein großer PR-Move. Die wollen natürlich, indem sie einen TJ durchfronten, so viel Reichweite wie Möglichkeit durch ihn abgreifen und auf deren Videos und OF und was alles rüberleiten, so. Ja. Gemacht. Weil wenn man als YouTube-Star, du bist ja ein Star, ne? Du läufst ja schon auf dem roten Teppich, ne? Bei dir muss ja eine Frau einen Antrag stellen. Schatz, dafür hast du vielleicht Zeit, dass ich ein bisschen mit dir Sex habe könnte. Und dann sagst du, ja, also so. Mach hin, Mädchen. 20 Minuten. Ja, 20 ja. Minuten hast du, okay? Und dann soll die Frau sich damit zufrieden geben. Tim, also... T-Tech, du meinst TJ, ist das Gleiche. Das ist jetzt ein Front? Ist das Gleiche. Dass ich weniger Sex... T-Tech hat auch versucht, sich an TJ hochzuziehen. Die machen das Gleiche. So ein Ding war das. Als die Frau? Okay. Und ganz ehrlich, Freunde, wie am Anfang, ich finde 20 Minuten voll stabil. Was wollen die von mir? Akku gleich leer. Ah, dann Akku von meinem Hirn auch. Du hast dir da wirklich so die Blöße gegeben, ne? Deutschlandweit. Aber ja, true. Hey, ich dachte, du hast keinen Sex. Ja, true, Chat. Ich weiß jetzt auch nicht, was habe ich jetzt Sex oder nicht? Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Weil wir ja ein Herz Timmy-Lines haben. Ach so, guck, was kommt jetzt, Alter? Ja. Oder auch ein Herz für Ninja Warriors. Ninja Warriors, also, und Timmy-Lines. Starten wir hiermit einen Aufruf
an euch, liebe Zuschauer. Wir suchen fürs Timmy-Line eine ADM1RAL-Hipster-Cheered-X100. Mein Schmerz braucht Schmerzmittel. Absolut. Die ihn in der Kunst des Bimsens ausbildet. Okay. Ihr wollt wissen, was Georgia schreibt? Sie kackt, glaube ich, gerade komplett ab. Okay, ja, ey, dann such mir eine Freundin, die mich in der Kunst des Bimsens ausbildet. Ist doch geil. Also bin ich dabei, ganz ehrlich. Ja, ist doch nice. Ja, stell dir mal vor, das ist eine Freundin, die richtig... ADM1RAL-Hipster-Cheered-X100. Okay. Ich korrigiere, selbst meine Schmerzmittel haben Schmerzen. Vielen Dank für die 200 Bits. Ich glaube, deine Schmerzmittel brauchen bald eine Schmerztherapie. Ey, das kann halt einfach alles nicht sein, ne? Mann, ich kann das alles nicht mehr. Jonathan, können die mir auch wen suchen? Ich weiß auch schon, wie der Thumbnail dieses Videos Mann, ich kann das nicht mehr, Freunde. Alter, was ist das denn? Alter. Warte, ich brauche noch Thumbnail für Video. Perfekt, Thumbnail. Ich weiß schon, wie der Titel dieses Videos heißt. Und zwar, dieses Video ist wie... Nee. Doch, Video ist wie Brechmittel trinken und dann Achterbahn 2 Stunden fahren. Das ist, also... Ich kann das alles nicht mehr. Ja, Bimsen. Weil natürlich freue ich mich nicht für dich. Es ist alles so oberflächlich. Es ist alles so oberflächlich. Keine Ahnung, wie du alleine dastehst. Und deswegen, ja. Also, liebe Frauen, wenn ihr... Georgia fragt, ob wir dann nach 3 Monaten Urlaub zusammen machen wollen. In der Psychiatrie. Ja, ich auf jeden Fall nach dem Video. Lust habt... Maximal. Sexfilme mit uns zu drehen. Gerne. Und wenn ihr zum Timmy-Line wollt, geht ihr zum Timmy-Line. Dürft ihr auch zum Timmy-Line, ja? Also hier ist auf jeden Fall female-friendly und dafür stehen ja die Frauen. Okay, das ist ja. Weil Frauen können keine Predator sein. Muss man wissen. Rammstein liebt diesen Trick. Also das Organ, das Management. Natürlich. Nicht die Band. Wir distanzieren uns hier natürlich von jeglichen Unterstellungen. Alina Makeva liebt diesen Trick. So ein Ding ist das. Ja. Oder Giselle Maxwell. Da. Und bei Timmy Line ist alles andere. Ja. Ja. Aber also, dafür hat er auch ein wenig Cash. Ja. Ja, das kriegt ihr definitiv. Wir fordern Schmerzensgeld. Ja, das Bro, will ich das auch. Ist gemein. Bro, den Take will ich auch bringen. Alter. Den Take kann er nicht bringen. Das wollen wir auch, Alter. New Kid from Orbit. Meine Therapeutin meint so... ADM1RAL-Hipster-Cheered-X100 Nook it from Orbit. Und nochmal... Nee, das war das... ADM1RAL-Hipster-Cheered-X100 Nook it from Orbit. Stream Elements denkt sich, ja, das mach ich nochmal. Rapiert nicht mehr, geht's wunderbar, mir geht's gut, ich brauch nicht mehr. So... Und oh, aber hier nach brauche ich wieder, Alter. Ja, Chat voller Schmerzensgeld. Bro, ihr sollt Chat voller Schmerzensgeld geben. Chat voller Schmerzensgeld. Ja, für die Reaction will ich auch welches. Ich habe jetzt eine posttraumatische Störung. Mhm. Bro, wie, komm mal, sowas ist auch wieder so ultra wack, sich halt über solche Leute lustig zu machen, die halt wirklich eine posttraumatische Störung haben, so. What the fuck? Okay. Deinetwegen. Ja. Deinetwegen. So, what the fuck, das ist ultra wack. Nee, das ist widerlich. Das Wort, was er gesucht hat, ist widerlich. Was du gemacht hast. Wegen dir. Okay. Nimm das. Du. Dafür kriegst du das. Ja. Also, Tim, wir warten auf deine Antwort. Intervieweinladung, Auszahlung unserer Anteile an. Nee, was für Anteile? Was für Anteile? Einnahmen. Und du bist so geil, Leon. Zeig mir deine Eier, Baby. Unangenehm! Abgelehnt. Timmy Light, steck mir deinen Dödel rein. Timmy Light, steck mir... Am Ende wird's nochmal richtig schlimm, oder was? Was ist das? Warum singt sie jetzt? Was soll das denn? Steck mir deinen Dödel rein. Du bist so geil. Steck mir deinen Dödel rein. Ey, das...
Ey, die sind über 40, Mann. Nein. Du bist so geil. Das ist schon sexuelle Belästigung, ja. Ninja Warrior, was sind die Haare aus? An der Stelle vielen, vielen Dank für die 100 Bits mit Admiralips, aber ohne Witz. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Das ist halt. Das ist also beim besten Willen, das ist absolut eine. So stelle ich mir eine Psychose vor. So. Dieses Video. Alles, was da. Also wirklich. Das, nichts davon war in irgendeiner Weise rational, hatte irgendeinen Bezug zur Realität und war einfach nur gefährlich. Also, dass ich mir Sorgen um mein eigenes Seelenheil mache. Alter. Ich, das wird dich auf jeden Fall im Traum begleiten. Die nächsten Wochen. Diese Menschen, ey. Word. Ja. Also, Leute, schreibt den Tim mal fordernd. Ja. Alter, ich kann das. Haben die überhaupt eine Community? Ja, Georgia, ich kann das auch alles nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Videos, genau. Kommentiert fleißig. Ja. Wir fordern auf Live-Interview mit Thea und Nathalie. Dancer, dancer for money. Not again. That's what you got me to do. Ich find die Scheiße. So scheiße. Ich find die Scheiße. So scheiße. So haben wir noch einen auf Lager. Ich kann das alles nicht mehr. Ich will noch mal kurz betonen, das sind irgendwie so 40-jährige Dudes, die mich fronten. Ich finde dich scheiße. Das ist alles so unglaublich. Das ist so surreal. Alter. Das ist so unglaublich surreal. Du bist einfach ungefickt. Ungefickt. Du bist einfach ungefickt. Ungefickt. Du bist einfach ungefickt. Ja, okay. Das ist das ganze Thema zusammen. Es ist auch null geschnitten. Das, also. Das ist einfach so hingerotzt. Die haben einfach. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe das alles nicht. Ich kann das alles nicht mehr. Ich bin in der BDSM-Szene einige Schmerzen gewohnt, aber das war wahre Folter. Was war denn das jetzt? Ach du. Das war ein Verstoß gegen die Menschenwürde, straight up. ADM1RAL_HEPSTER-CHEERX100 und ich dachte, Drachenlord macht schlechten Content, Kappa. ADM1RAL_HEPSTER-CHEERX100 und ich dachte, Drachenlord macht schlechten Content, Kappa. Magia, was ist denn mit meinem scheiß Stream-Element los, ey? Das ist, also schlechter Content ist noch ein Understatement, ohne Witz. Das darf man schon nicht Content nennen. Digga, also Black Screen und kein Ton und das 2 Stunden lang, das wäre Content. Das wäre zwar kein guter Content, aber das wäre im Vergleich zu das, was wir gerade gesehen haben, Content. Kacke, ey. Ich hol mein Bier. Ja, erstmal die Drogen sind vielleicht doch die Lösung. Freunde, nee, Drogen sind nicht die Lösung, weil sonst werdet ihr so. Erstmal doch, vielleicht doch Drogen nehmen. Also, ich will jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube, da wurde schon mal die eine oder andere Pille gepoppt. Ja, das war die Pubertät des Ninja Warrior Tim. Heilige Scheiße, ich kann nicht mehr. Darauf ein alkoholfreies, ne? Prost. Mein Therapeut braucht einen Therapeut. Ja, Freunde, okay, abschließende Worte zu dem Video. Lasst euch von so einem Scheiß nicht triggern, ne? Also ganz ehrlich, da wurden so viele Sachen gesagt, die wieder nicht okay waren. Dieses mit dem jemanden fronten, weil jemand irgendwie keinen Sex hat, so weil er früh kommt oder hier posttraumatische Störung, dies, das, worüber sich lustig gemacht wurde. Freunde, lasst euch von so einem Bums nicht triggern. Vor allem, Sex ist nicht das Ziel im Leben. Also, ne? Ja, das müsste man mal ihm sagen, Alter. Das muss man mal dem Oswald sagen, Alter. Der hat das nicht geblickt. Gesagt, Sex ist das Ziel so. So, oder es dreht sich sehr viel um Sex. Er meinte dann zwar irgendwann, hat er das revidiert und meinte so, yo, nee, wirklich sterben müssen wir das Endziel oder sowas. Ja, das schon eher.
aber bei denen im Leben dreht sich halt alles um Sex, Sex, Sex. Wenn man keinen Sex hat, ist man ein Loser. So sagen die halt. Und das ist halt nicht wahr, Freunde. Obviously not. Es ist scheißegal, wie viel Sex ihr habt, es ist kackegal, wie gut euer Sex ist, dies, das. Das macht nicht euer Leben aus. Das wollte ich nur ganz kurz hier einmal erwähnt haben. Weil es gibt natürlich auch jüngere Leute, die sich dann vielleicht davon beeinflussen lassen, dies, das. Ja, wollte ich ganz kurz einmal sagen.